es Origin gegen CLG ist. Buns kommen in. Kalista, Lulu, Meta, Meta, Meta. Ryze. Ja. Was kann man hier noch sehen? Tahm Kench. Wahrscheinlich schon, aber ansonsten, klar, Kalista, ohne Frage, ist ein Target-Ban. Will man nicht sehen hier auf Seiten von Origin. Lulu, Flexpick, muss raus. Will man natürlich auch auf keinen Fall an Origin verlieren. Ansonsten, Tahm Kench könnte man durchaus noch bannen, um einfach diesen Hyper-Carry noch zu verhindern. Wir haben Elise noch offen. Könnte Elise ist offen, durchaus, die jetzt jetzt nicht mehr. gleich weg. Und der Fizz vor allen Dingen gegen Science Fizz warten. Target Ban und damit wird definitiv entweder Kindred oder Tahm Kench aufbleiben oder offen bleiben. Frage Und ist, was wird es sein? ich glaube, es bleibt Kindred. Weil den haben sie bis Ja. jetzt so oft durchgelegen lassen in den letzten Spielen. Und Tahm Kench ist GG. Oder man lässt natürlich beide offen und nimmt einfach das. Man lässt quasi CLG die Wahl und tauscht dann diesen Pick gegen den anderen und Elise. Riven Ban, siehst du? Da Ja, lässt man man will beides Split Push offen. jetzt wirklich try hard verhindern. Fiora ist immer noch offen für den Split Push. Da gibt es noch ein Es paar reicht einfach andere. nicht. Es reicht nicht, um den ganzen Jax Champion ist Pool immer noch abzudecken. offen. Und ich denke, Sein Spartan hat auch genug Möglichkeiten, da zu sagen: Och, naja, Riven ist gebannt, Fizz ist gebannt. Leute, stört mich nicht. Ich habe noch einen Olaf, ich habe noch eine Fiora, ich habe so viele Möglichkeiten. Genau. Ihr könnt mich nicht Target bannen. Und der First Pick wird jetzt hier sehr, sehr entscheidend werden, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man Miffy Tahm Kench gibt, hat man eine schlimme Zeit. Eine wirklich schlimme Ich Zeit. glaube, Also, ne? generell ein Support, der mit Tahm Kench umgehen kann. Ja. Tahm Kench hat so schon keine Ehre, aber Tahm Kench auf Miffy oder Miffy auf Tahm Kench, ja. Ah. Oder dann auch direkt denied. Und da sieht man der Insta-Log von Amazing hier auf Kindred. Bin mal gespannt, ob er ihn im Jungle spielen kann. Also, er hat im ein oder anderen Interview mal gesagt, dass er nicht so derjenige ist, der die Attack-Carries spielt im Die Jungle. Frage ist ja auch wirklich, ob Kindred in den Jungle gehen wird oder ob sie nicht Genau. auch probieren, zum Beispiel auf Power of Evil einfach die Kindred zu parken oder ob sie nicht wieder auf die Das sind Botlane jetzt schicken. zwei Flexpick quasi. Also wir haben Gangplank, der den Power of Evil durchaus in der Mitte spielen könnte. Also er hat das im Solo-Queue gespielt. Und Tam und Kindred, die auch auf drei Positionen viable ist. Jetzt zeigt man hier so ein bisschen seine Karten. Und mir gefällt auch gut, also mit dem Gangplank, ich meine, Soas, wir haben gesehen, was für ein krasser Gangplank er sein kann. Also ist er ja einer der richtig, richtig guten Gangplank-Spieler. Von daher hat man da immer schon die Gefahr und, so gesagt, man kann ihn theoretisch auch in die Mitte rotieren. Eine Vayne wäre jetzt auch noch ein interessanter Pick. Da hätte man halt jemanden, der es natürlich so ein bisschen ausnutzen kann, dass Kindred in Ulti hat, um ihn zu beschützen. Also Genau. wenn sie im Teamfight in der Kindred-Ulti drin ist, kann sie halt alle Ziele halt auf ungefähr diese 100 Leben oder was auch immer bringen, bevor sie halt sterben würden. Ja, Alistar und Vayne wäre jetzt eine Alistar, aber nicht Sivir. Come on. Nils sollte hier nicht Sivir spielen. Sivir ist ein Champion, der mir so nicht gefällt auf AD Carries, die eigentlich brutal rangehen. Da sind wir X-Packer jetzt Coach, übrigens. Ja, klar. Das wird Ja. uns auf jeden Fall, er wird heute wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ja, das zeigt uns dann, dass er Wahrscheinlich. erstens den Knopf zumachen sollte, zweitens eine Krawatte oben drüber und drittens dann doch Coach ist. Ja, Sivir ist eine Sivir-Comp. Sivir-Comps funktioniert gut mit Gangplank, funktioniert gut mit Alistar, Alistair. natürlich, funktioniert allerdings nicht so gut mit Kindred. Das stimmt Meiner allerdings. Meinung nach, weil sie profitiert von diesem Movement Speed überhaupt nicht. Wobei ja auch nicht alle theoretisch davon profitieren müssen. So, man kann ja Nein. in Ruhe wirklich engagen über die zwei Komponenten, die man hat. Das heißt, die Komposition ist vollständig. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ein Utility ADC jetzt wirklich richtig auf Origin geparkt ist. Das denke ich nämlich eher weniger. Und dementsprechend hätte ich da gerne einen anderen Pick erwartet. Auf der anderen Seite sieht man jetzt natürlich auch Xmiwi, Gragas. Oh, er Ja, hat ja. bisher wirklich eine hervorragende Leistung auf Gragas gezeigt und deshalb sehen wir souverän den Gragas-Pick wieder da durchgehen. Ja, nicht nur das, sondern auch, es ist einfach einer der stärksten Jungler am derzeitigen. Was mich wundert, ist, dass Rek'Sai hier überhaupt gar keine Rolle gespielt hat heute. Der war jedes Mal offen, wurde hier kaum gepickt. Hier sehen Oh, die wir Fiora. Echo in der Midlane und Fiora in der Toplane. Also Echo ist ein Champion. Hab mich gewundert, dass der hier im Turnier bislang auch keine Rolle gespielt hat, Hat mich weil auch der sehr immer gewundert, noch ja. sehr, sehr ekelhaft ist. Also selbst wenn ich da mit Sonjas anfange oder mein Bild halt mit dem Sonjas starte, mache ich einen surrealen Schaden an Champions, insbesondere an Squishies. Und Power of Evil dafür bekannt, bei Unicorns immer diesen Last Pick für seine Midlane aufzubewahren. Das hat jetzt auch den Weg nach Origin gefunden. Was kann man gegen Echo picken? Also wir haben jetzt hier einen Midlaner. Ist schwierig. Also einen direkten Counter für Echo zu finden, ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Der Champion hat halt keinen Hard-Counter, wo man sagen kann, so, da musst du die Lane mitgewinnen. Nee. Kassadin, sagt man so. Ja, Kassadin sagt man so, aber selbst Kassadin ist es halt schwer, ein Echo von einer Lane zu pressuren. Das kannst du vergessen, aber du kannst ihn zumindest outsustain. Ja.
Victor auch ein Champion, der halt am Anfang zumindest mit der Range und dem Movement Speed relativ sicher davon kommen aber kann. Aber ab Midgame kriegst du relativ viele Probleme mit Victor, weil du halt. Oh, es wird der Kasser den. Ist auch der einzige Pick, der hier für mich Sinn gemacht hat. Und damit sind natürlich die Midgame-Karten auf Gangplank gelegt. Und ich muss auch sagen, ich habe Power of Evil noch nie auf dem Kasserdin gesehen. Der ist gut. Der ist richtig gut, ja. Ich hätte also so von seinem Spielstil her hätte ich gedacht, so, es passt nicht so hundertprozentig zu ihm. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Doch, hat er. Ich mache mir nur Sorgen, so ein bisschen um diese Engage-Comp mit Sivir in den Tahm-Kench. Ist halt immer, wenn man auf ein Ziel tunnelt und dann der Tahm-Kench so auffrisst, haben wir bei Fnatic oft gesehen, kann ziemlich in die Hose gehen. Tunneln ist ein gutes Stichwort, denn den Tunnelblick haben auch schon unsere Kommentatoren, Sola und Mori, die jetzt hier hochkonzentriert das Spiel kommentieren werden für euch. Bleibt wach, der Mori ist laut. Das ist richtig. Vielen Dank, lieber Dentist, natürlich auch an Eis ohne Waffel und Neon. Aber gerade, Dentist, möchte ich dir nochmal ein paar Blumen aus dem Chat quasi übertragen. Sinnbildlich, wir werden jetzt gleich ins Spiel vorstoßen. Das ist die Philosophie mehr oder weniger, die wir hier haben. Und genau die werden wir auch noch umsetzen. Ja, nachdem gerade unser Programm immer wieder sagt, ne, auch nach dem fünften Mal, welches Spiel, sage ich dir, dieses Spiel, meine Freunde. So, und da sind wir drin. Das Finale der Intel Extreme Masters San Jose CLG gegen Origin. Und neben mir natürlich noch nicht zu Wort gekommen, aber jemand, der immer gerne viele Worte zu Beginn los wird, der gute Sola. Ja, ich denke, man kann auch gerade bei diesen beiden Teamkompositionen wirklich einiges dazu sagen. Wir haben hier viele Schlüssel-Champions, die durchgekommen sind. Wir haben den Gangplank, wir haben die Kindred, wir haben Tahm-Kench. Also eigentlich drei hochpriorisierte Champions, die hier durchgekommen sind. Und man könnte natürlich meinen, okay, Origin hat zwei von den dreien, sind dabei besser weggekommen. Aber bisher bin ich von der Synergie eines Gangplank und Kindred noch nicht so überzeugt. Origins Lineup ist brutalst squishy. Also sie haben null Tanks. Der einzige Tank quasi ist ihr Supporter, der Alistar. Und die Kindred-Ult. Die Kindred-Ult, ja, die zumindest ein bisschen was ausmacht. Aber ansonsten denke ich, dass CLG hier wirklich gut gedraftet hat. X-Midi immer wieder mit dem Gragas dabei. Es ist so eine Zwickmühle, finde ich. Gragas ist ein Champion, der ist zwar super stark, aber eigentlich nie zu stark. Aber man muss sich halt überlegen, wenn ein Spieler auf einem Champion so unglaublich gut performt, und das hat X-Midi ja auf Gragas bisher, ist er dann vielleicht doch einen Bann wert? Weil X-Midi jedes Mal mit Gragas wirklich einfach nur tolle Spiele abgeliefert, immer exakt gewusst, wie lange er drinbleiben kann. Die Ults sitzen einfach perfekt und ja. Auf jeden Fall glücklich für ihn natürlich, dass er hier bisher fast jedes Game Gragas bekommen hat. Das ist richtig. Was man sagen muss, ist einfach, so ist mit Gangplank absoluter Comfort-Pick, was auch von den Worlds herrührt. Oh, also da hat er das gerne gespielt, wenn er konnte, aber jetzt wird es interessant. Einfach mal dran vorbeilaufen und Afromo sagt danke, jetzt wird mit der Zunge gearbeitet. Aber der Knock-Up. Ja, der Knock-Up ist da. Aber man muss auch aufpassen, immer wieder auf diese wunderschönen Hummer-Symbole. Ich meine, der hat schon sein Besteck rausgekramt, Afromo. Das ist halt so die Sache, ne? Ich meine, Zunge skillen oder vielleicht doch das E, hätte er das E geskillt, hätte er jetzt Leben wieder. Aber das ist ein Tahm-Kench sowieso egal, weil der hat genug Leben auf der anderen Seite. Relic Shield auch noch am Start, also ja. Um Leben muss er sich auf dieser Lane wirklich keine Sorgen machen. Das hätte auch noch anders ausgehen können, aber die wissen natürlich, wie weit sie gehen können. Jetzt gibt es wieder einen Knock-Up von Mischi. Damage hier. Ja, also das ist dann doch zugegeben ein bisschen viel. Solange du das E noch nicht hast, gleist er dich auch in der Mitte. Also beide Teams wollen sich hier nichts schenken. Also Trades auf vielen, vielen Lanes hier gerade vorhanden. Und wir sehen auch schon wieder die Krabbe wieder markiert worden. Stixel muss aufpassen. Und mit trifft auf Nils. Die Frage ist, wer wird zuerst Level 2? Stixel wird zuerst Level 2. Aufpassen, er springt drauf. Er weiß natürlich, er hat die Stacks auf Milfi. Aber immer noch Level 1. Er kann natürlich nicht fressen ohne Level 2. Frage ist natürlich, wer ist jetzt Level 2? Flash essen vielleicht? Nein, schade. Hätte ich mich drüber gefreut. Hat aber kein Ignite. Trotzdem kein Exhaust mehr für Milfi, kein Heal mehr für Nils. Also guter Trade hier für CLG. Jetzt erst Level 2 erreicht. Da aber der Sustain natürlich dank des Heals von Alistar am Start. Ja, ich glaube, sie hatten gedacht, dass sie ein bisschen schneller Level 2 sind. Dann hätte er nämlich wirklich tatsächlich Mithy aufessen können. Dann wäre vorbei gewesen. Ja. Dann wär ein Minion hat da leider gefehlt. Ja. Ah, ich meine, trotzdem, du hast es halt schon gesagt, von den Summoners ein guter Trade. Sie haben eben noch alle CLG absolut stark bisher. Kann man nicht anders sagen. Aber das Spiel ist einfach noch jung. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem auf allen Lanes bisher CLG ziemlich gut dabei. Huri jetzt schon in der Base gewesen, hat sich einen zweiten Dorans noch geschnappt, hat da Probleme ein bisschen mit dem Power of Evil mitzuhalten. Nimmt doch nicht seinen Teleport. Also Midlane wird höchstwahrscheinlich eine etwas entspanntere Lane werden. Ja, man muss es aber auch sagen, ne? Gegen Kassadin den outzustainen, ist nicht einfach. Vor allem Flask, ne? Der eben Flask und der hat noch vier Heiltränke. Der hat einfach mal noch vier Heiltränke. Das heißt, und noch keinen davon angefasst. Ja.
Ist natürlich immer logisch, die Flasche als erstes zu benutzen, aber Hui. Ja klar, aber letzten Endes heißt es halt einfach nur, wie krass Hui diese Trades verloren hat. Dass Power of Evil nicht einen Heiltrank und sogar noch einen Stack auf der Flask hat, währenddessen Hui zurückgehen musste, heißt halt einfach ultra krass die Trades verloren. Na, gegen AP-Schaden kann sich ein Kassadin wirklich sehr gut wehren. Normalerweise ist dann immer der Autotech-Schaden, der dem Kassadin zum Verhängnis wird, aber ja, Hui. Das ist halt schwierig mit dem Echo. Mili, genau. Deswegen hier Kassadin wirklich keine schlechte Entscheidung als Pick gewesen und da sieht man es wirklich. Hui hat große Probleme mitzuhalten. Er hat schon wieder nur noch einen Trank. Das Ding ist, selbst wenn Hui die Lane nicht verliert und aufrecht, also gleich bleibt, dann hat Power of Evil die in oh Gott, der Tower Shot. Ja, voll. Ach, das darf. Sowas darf dir eigentlich nicht passieren. Bitter, ja. Jetzt muss er den Teleport auf die Lane noch nehmen. Wahrscheinlich. Wobei man natürlich sagen muss, die Lane ist gerade in der Mitte resettet und vor Level 6 und vor einigen Items hast du als Kassadin natürlich so gut wie gar keinen Wave Clear. Das heißt, Hui könnte hier, macht er wahrscheinlich auch ja, sogar einfach zur Lane laufen, wird er nicht allzu viel verpassen. Aber trotzdem, Power of Evil hat eine entspannte Lane und als Kassadin eine entspannte Lane zu haben, das ist ein Segen. Ja, wobei natürlich, also Power of Evil muss er ja nicht pushen, sondern er kann jetzt wirklich darauf anlegen, dass Hui noch ein paar Vasallen mehr verpasst. Ja, ist noch nicht einmal zurückgegangen, hat jetzt gerade die Flask aufgebraucht. Erreicht auch das Level 5 halt schon, Level 6 damit deutlich schneller und dann muss Hui halt aufpassen, weil er hat auch einiges an Erfahrung verpasst. Das definitiv. Power of Evil vor allem noch nicht in der Base gewesen, hat jetzt direkt einen Zauberstab am Start. Oho. Das ist natürlich das Gute, wenn du weißt, du gewinnst die Lane, dann musst du nicht mal aufs Mana gehen. Und nicht mal auf den Katalysator, sondern kannst direkt full of AP gehen. Jetzt sollte sich ungefähr AP-mäßig bei beiden Mitlehnern das gleich aufhalten. Zwei Dorans und ein Zauberbuch und ein Zauberstab sind ungefähr gleich auf. Natürlich ist Hui durch das Leben von den Dorans ein bisschen tankier, aber bisher Power of Evil. Aber ich meine, vier Heiltränke und noch eine komplett aufgeladene Flask wieder. Da hast du einfach ein Problem und da ist das Schild mit bei. Aber Power of Evil halt kurz gestunt gewesen. Ja, war halt ein ausgeglichener Trade. Aber wenn du als Flask-Träger einen Trade gleich spielst, dann hast du ihn quasi gewonnen. Weil das kommt ja noch dazu. Ich meine, du sagst halt AP-technisch ausgeglichen. Oh, da kommt der Knockup auf Hui. Du sagst ja, AP-technisch ausgeglichen, aber das darf ja eigentlich gar nicht sein gegen einen Flash-Spieler. Normalerweise musst du gegen einen Flash-Spieler mehr AP haben. Genau, das ist das Ding. Er hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Leben, aber momentan macht er damit nicht allzu viel. Selbst mit dem Schild gerade hat er den Trade nicht gewonnen. Also Hui hat große Probleme hier mitzuhalten. Ja. Ein Echo skaliert ja auch nicht besser als ein Kassadin. Das ist das Ding. Eigentlich sollte Echo die Lanes... Ja, aber er hat nicht die Möglichkeiten. Wie du schon sagst, er ist halt ein Melee. Er kann mit den Auto-Attacks Kassadin nicht nerven. Kassadin selber hat ein kurzes Schild, was er halt mit drin hat. Ja. Und damit halt absolut die besten Möglichkeiten. Man sieht es ja, also Hui sieht da keine Schnitte. Macht es aber noch gut dafür, muss man sagen. Er hat ja immer noch seinen Teleport, kann also immer noch einmal Base gehen. Das Teleport ist sehr verzeihend. Theoretisch sogar noch mit der Ulti quasi wieder in die Lanes zurück, wenn man es wirklich drauf anlegen würde. Und Power of Evil halt so stehen würde, dass es günstig wäre. Sehr viel Konjunktiv. Aber bislang hat er halt noch nicht Hals. Also er hat schon Farm verpasst, ja. Aber es hält sich wirklich noch in Grenzen. Also da muss man Hui auch sagen, okay, dafür, dass er da ein Stück weit ausgekontert wird, gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist nur, was für Konsequenzen wird das haben? Das heißt auf jeden Fall, dass Power Evil seinen World of Ages um einiges früher haben wird und der dann auch früher anfängt zu stacken. Und wie gesagt, normalerweise ist ja Echos Stärke so im Midgame mit 1, 2 Items. Im Late Game hat er gegen Kassadin auch nichts mehr zu melden. Beziehungsweise Kassadin ist da um einiges stärker. Ja. Was man auch sagen muss, jetzt die Lanes natürlich wieder zurückgetauscht. Und da ist es so, dass Souls halt gegen Fiora ein Stück weit das Nachsehen hat mit seinem Gangplank. Ja. Fiora ist halt der stärkere Duellant. Das ist halt eigentlich so ein Punkt, wo man über die Jungle halt kommen muss, über die Jungle Pressure, um das Ganze auszugleichen. Eine Fiora möchtest du einfach kein Lead geben. Absolut nicht. Gangplank hat natürlich den Vorteil, er kann dem Everest Blade potenziell. Na, da ist der Tahm Kench am Start. Ja, das ist das Ding. Ja. Du bist bedroht. Aufgegessen. Überhaupt kein Problem. Die Mechanik hat man andersrum halt nicht so sehr, wenn die Bombe auf dir liegt. Ne? Ich meine, Tahm Kench ist halt auch ein guter Tristana-Konter auf der Lane. Ja, das auf jeden Fall. Also generell alles, was halt Damage over Time oder. Aber Sivir auch ein guter Tristana-Konter eigentlich. Kannst halt einfach dein Schild aktivieren, kurz bevor die Bombe explodiert. Deswegen das wird die Botlane wahrscheinlich auch ziemlich entspannt laufen. Ja, ich meine, man sieht es ja, es ist ziemlich ausgeglichen. Die Kamera springt so ein bisschen hin und her. Wir haben bei beiden auch die Spitzhacke. Dadurch, dass sie halt die Lanes wieder zurückgetauscht haben. Ich meine, du musst irgendwann zurück. Wenn der andere zurückgeht, bist du quasi auch gezwungen zurückzugehen. Und von daher auch etwas, womit beide leben können. Aber ja, Souls hat es halt eben schwierig. Also gegen Fiora, gegen Darshan. Vor allem Darshan momentan mit einem ganz starken Spiel. Aber farmtechnisch steht er da nicht so viel nach. Muss er aufpassen. Eieiei. Darf da sich nicht auf die Trades einlassen. Aber gut getradet damit noch. Also der Tower-Shot hat ihn da ein bisschen
Pop ist gerettet. Ja. Keine Victory Zone noch benutzt, also. Da ist noch ein bisschen gierig gerade. Ja, das Ding ist immer, egal wie dominant du eine Lane spielst, solange du nicht in den CS vorne bist oder deinen Lane-Gegner tötest, ist es völlig irrelevant. Effizient, wenn wir auf den Score gucken oder aufs Scoreboard, dann ist hier Soas absolut gleich auf mit Darshan, egal wie viel Druck er ausgesetzt ist. Ja, den einzigen Unterschied sehen wir, also wirklich nennenswerten Unterschied, sieht man halt wirklich in der Midlane. Vf inzwischen wieder mit Teleport. Jetzt geht es allerdings auf die Top-Lane gegen Soas und der kann sich da halt nicht wehren, da kannst du nichts machen. First Blood, bitter, direkt auf Darshan noch. Das ist natürlich nicht das, was du möchtest, aber wer hätte denn helfen sollen? Theoretisch hätte Power of Evil einen Teleport nutzen können, aber das hätte auch nicht wirklich geholfen. Er hätte vielleicht X-Midi abgeholt, aber dann viel Druck auf der Midlane verloren. Also da war einfach nur ein schöner Dive von CLG, kann man nichts aussetzen. Soas hat noch Flash gehabt, hätte sich da aber auch nicht gelohnt. Einfach nur gut gemacht. Kann man nicht meckern. Das ist auch das Ding, Gangplank ist ziemlich anfällig, was Dives angeht. Er hat zwar seine Ulti, aber er hat keinerlei CC, aber man, kein man, großartigen Escape. Ja, man hätte es ein Stück weit ahnen können, dadurch, dass halt Miss auf der Botlane ist, dass du dann auf der Toplane demzufolge halt defensiver stehen musst. Gerade wenn die Lane in dich reinpusht, dass dann der Dive erfolgen wird, hätte man vielleicht ahnen können. Oh, nichtsdestotrotz brauchen wir gegen Hui. Ja, na, Afromo ist da, er hat's gesehen durch den Ping. Boah, trotzdem geht er jetzt drauf, volle Lotte. Hui wird hier komplett aus der Lane gedrängt. Und jetzt muss man sagen, er hat keinen Teleport mehr. Ja. Power of Evil hat seinen Teleport noch. Also, er kann nicht auf der Lane bleiben, dafür hat er zu wenig Leben. Ich lasse den Blue Buff. Also, er wird mindestens eine Wave verlieren. Er könnte halt jetzt in die Base gehen und dann seine Ult benutzen, um wiederzukommen. Aber, nee. Sowas macht das hier auch gut. Verzögert nochmal den Backport von Hui. Währenddessen natürlich Power of Evil weiter fleißig in der Mittellane pushen. Inzwischen 20 Farm vorn, ein Level. Also Hui hier mit riesigen Problemen und Power of Evil kommt richtig stark ins Spiel und wird unglaublich gefährlich werden. Ich muss sagen, da merkt man auch wirklich, dass Power of Evil eine Verbesserung ist. Zu X-Packe. X-Packe ist jemand, dazu vielleicht gleich mehr. Jetzt allerdings soll der Dive hier kommen auf Darshan mit Amazing, der nimmt viel Schaden, hat die Kindle-Ult gestartet, aber Darshan freut sich natürlich auch über sowas, weil auch er stirbt dann erstmal nicht, bis Power of Evil dann da ist und sich den Kill holt. Damit hat er auch den ersten Kill aus der Midlane zwar weg, aber er hat ja auch noch den Teleport im Zweifelsfall und wir sehen, auch Hui ist eben auf die Toplane rotiert. Der Turm wird fallen, also Origin hat einen absolut starken Start hier gerade. Ja, Hui ist doch noch in der Lage, den Turm zu verteidigen, aber wieder ein schöner Dive von Origin, also haben da das Defizit Eieieiei, Tahm-Catch-Ulti! Darf man auch nicht vergessen, Power of Evil dazu in den Trade mit Sticks. Er hat den Turm noch verteidigt, was ganz wichtig ist gegen die Kristana. Schau dir diese wunderschöne Rotation an. Nils in der Mitte, also da ist ständig jemand bei den Türmen hier. Die machen das wirklich echt gut. Jetzt hier auch noch der Engage auf Fuhi, trifft seinen Stun nicht. Muss wahrscheinlich gleich Ult. Oh, Erschöpf ist drauf, Knock-up. Ja, da ist die Ulti, aber das sollte trotzdem nicht reichen. Gangplank Ulti, doch, es reicht, es reicht. Der Flash da am Ende der Liebesritter. Trotzdem, Origin jetzt schon brutalst dominant. Hui früher für die Cooldown-Schuhe entschieden. Die bringen dir natürlich keine Kampfstats. Du hast zwar öfter deines Fels, aber effektiv machst du weniger Schaden, hältst du weniger auf als zum Beispiel mit einem Ward of Ages. Ja. Also und jetzt ist der Farmunterschied auch auf der Toplane halt mit 20 Farm immens. Dazu auf der Midlane ebenso. Also die haben da einiges an Farm mehr. Auch wenn noch kein Turm gefallen ist, so haben sie doch eine Menge Schaden eben auf eben selbige anrichten können. Und das ist einfach ganz stark. Also man merkt einfach Origin im Prinzip. Komplettes Team, was bei den Worlds es halt geschafft hat in die Top 4. Das muss man ja auch nochmal unterstreichen. Bis auf Power of Evil gegen X-Packe und damit kann ich jetzt den Gedankengang beenden, den ich vorhin angefangen habe. Eine Verbesserung zu X-Packe, ganz klar. X-Packe ist ultra defensiv gewesen, immer wieder auf der Lane, sehr abwartend. Hat sie nie verloren, ja. Er hat sie nie verloren, aber er hat auch nie die Lane gewonnen. Im Gegensatz zu Power of Evil, der viel aggressiver ist und vor allem X-Packe war einer der schlechtesten Midlaner, was Goldverwertung anging, im Vergleich zu Schaden. Das muss man auch mal so sagen. Aber jetzt aufgepasst, Soas gegen Darshan ist halt immer noch ein starker Nulland. Ja, da trifft die WQ-Kombination nicht. Ah, es ist halt ein paar Patches, sodass du manchmal mit Pech die Kombo nicht triffst. Ja, also ich weiß, ich bin ja Lister. Kein Flame hier gegen Miffy, war einfach nur unglücklich. Aber Hui wieder mit Problemen. Power of Evil hätte da hinterher chasen können, entscheidet sich aber dagegen. Denn vier Mitglieder von CLG sind hier am Drachen. Werden diesen auch ohne weiteres bekommen. Währenddessen Nils immer noch in der Midlane. Wird hier wahrscheinlich nichts machen können. Erster Drache geht hier also konsequenzfrei an CLG. Es sei denn natürlich vielleicht die Konsequenz heißt, wieder Darshan zu diven. Der zieht sich aber richtigerweise zurück und kann hier am Ende sogar überleben. Und gut gemacht von CLG. Auf alle Fälle. Origin ist sehr, sehr gut dabei.
momentan ordentlichen, ja, was heißt ordentlichen Gold? Vorher war 1000 Gold nur durch Farm. Muss man einfach mal so sagen, ist ordentlich. Wenn da jetzt noch Türme oder Kills hinzukommen, ist es halt CG mit den Drachen jetzt, das noch nicht so viel bringt. Von daher denke ich, über das Gold hast du erst einmal mehr in dieser Frühphase und kannst dir später immer noch den Drachen dann dazu holen. Power of Evil gegen den Turm. Ist halt ein Kassadin, ist jetzt nicht so der Turmpusher. Das ist klar. Aber es könnte, ja, es reicht. Da unten kommt gerade erst Hui, bis der da ist. Es sollte der Turm weg sein. Ja. Ist auch bei Level 11. 30 Farm vor Hui. Macht hier wirklich ein gutes Spiel. Also er richtig, richtig stark im Spiel. Auch Soas gut dabei. Ebenfalls 30 Farm vor. Nils hält sich gleich. Also Origin mit einer richtig guten Ausgangsposition. Sind jetzt hier auch schon 3000 Gold vor. Und dank der zwei Türme, der erste Drache, der kann ihm momentan noch relativ egal sein. Denn bald wird sich CLG hier mit vielen, vielen starken Solo-Lanern von Origin anlegen müssen. So was bei Trinity fertig. Power of Evil geht als zweites sogar auf Lich Bane. Will der also nicht auf den Poke gehen, auf den Spell-Damage von Q und E, sondern auf den One-Shot mit dem W. Der hat natürlich auch ein brutal gutes AP-Scaling und macht sehr, sehr viele Schaden, gerade in Kombination mit Lich Bane. Also da geht er mehr diesen Assassin-Kassadin, was ich persönlich sehr geil finde. Auf alle Fälle. Ich meine, wenn er es kann, das ist die Sache. Das kannst du halt nur machen, wenn du Selbstbewusstsein hast und wenn du die Aggressivität hast. Und das so hat Power of Evil. Ne? Power of Evil ist halt einer, also ist definitiv in Europa ein ganz starker Midlaner gewesen. Ich will nicht sagen der stärkste, weil Forbidden war einfach, hat eine grandiose Saison gespielt. Grandiose Season gespielt. Und Power of Evil da aber selber einfach der beste deutsche Spieler, das kann man sagen. Besten deutschen Spieler gerade in einem Game. Ja, also es ist ja allgemein das deutsche Duo momentan, ja, wo viele drauf steigen bei Origin. Deswegen das Team sowieso sehr viele Sympathien. Xpecker auch jemand, der sehr viele Sympathien auf sich vereinigt. Aber eben, wie gesagt, vielleicht sein Zenit unterstritten, vielleicht kommt er auch nochmal wieder. Sie spielen ja mit dem Doppel-Midlane-System. Er hat halt einen anderen Spielstil, der in diese World-Patches oder in diese 5-1-2 nicht so sehr zum Tragen kam. Und von daher, ich meine, man sieht's. Gegen CLG, CLG Nummer 1 in Amerika gewesen. Bei den Worlds nicht ganz so gut, aber hier bei den Intel Extreme Masters haben sie mir durchaus gut gefallen. Ja. Also 2-0 gegen ein koreanisches Team, welches jetzt nicht schlecht in der Liga stand zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist halt relativ zu sehen. Man weiß nicht, wie viel Vorbereitung die Teams jetzt mit den neuen Spielern schon hatten, wie viel... Oh, Hui, du willst nicht ins Duell mit Power of Evil. Nein, das hat willst Ulti. Du nicht. Und vor allem gegen eine Kassadin zu entkommen. Gangplank Ulti, aber trotzdem chancenlos hier. Da kannst du nichts machen. Kam Kench kommt mit Stixer im Gepäck. Der wird aber, ja gegen Kassadin nicht mehr machen können. Kassadin zu chasen, das soll mir mal einer zeigen, wie das gehen soll. Fang den Kassadin. Ja. Also könntest du, wenn überhaupt, vielleicht mit sowas wie mit LeBlanc, aber selbst das ist halt eine Sache. Da ist Kassadin einfach einer der mobilsten. Was wir jetzt also sehen, ist dann einen handfesten Goldvorteil von sage und schreibe 4000 Gold. Und dabei ist hier, also was Türme angeht, 3 Stück jetzt gefallen. Ja, von daher muss man da sagen, auch einiges zu Buche geschlagen. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, also Origin ist mit Ausnahme des Drachens in allen Belangen einfach vorne. Und das eigentlich auf fast jeder Lane. Eine kleine Ausnahme ist momentan der Jungle, was aber auch daran liegt, dass Amazing sich etwas aggressiver gezeigt hatte, als das bei Xmitty der Fall war. Ja. Xmitty bisher aber 20 Farm vor Amazing sogar, also Kindred momentan noch nicht wirklich effektiv gewesen, aber trotzdem schon einiges an Items am Start. Geht hier jetzt als Blade auf den Attack Speed, hat sein Warrior auch schon fertig. Aber wie gesagt, die Tanklosigkeit von Origin darf man natürlich immer nicht unterschätzen. Oh, jetzt den Turm, den haben sie natürlich jetzt. Oh, Afumu, du solltest mal ganz schnell rennen und Stixer ja am besten gleich noch mit ins Gegner. Oh, sie kommen alle jetzt, Das wird ein teurer Turm. Power of Evil soll angegangen werden. Natürlich geht man auf den einen. Jetzt der Knockup erschöpfen. Stixer ist chancenlos. Amazing kriegt den Kill und Afumu holt aber das Schild raus. Aber Souls ist ebenfalls da. Jeder will mal drüber. Double Kill für Amazing. Und damit ist auch er jetzt goldtechnisch vorne zusammen mit dem globalen Gold. Und 4 Stacks hat er schon. Das ist echt viel nach 18 Minuten. Das sind jetzt hier. So ungefähr, ja, es sind sogar genau 5% extra durch Core-Auto-Attack. Das macht sich schon bemerkbar, wenn er sein Blade fertig hat, erst recht. Und der Turm wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen. Zu dritt sind sie hier am Start. Mithy noch zur Sicherheit im Jungle unterwegs. T2-Turm auf der Botlane fällt in der 19. Minute und Origin bauen ihren Goldvorteil hier auf 5000 aus. Ja, auf der Top-Lane momentan Darshan könnte den Turm nehmen.
Ist natürlich die Frage, ob man ihn verteidigen kann. Aber Tier 2 Turm gegen Tier 1 ist immer noch ein guter Tausch. Von daher, ja, Paufivel könnte dazu stoßen. Er bleibt sogar noch ein bisschen am Leben, der Turm tatsächlich. Also da schon. Man hat jetzt ja auch keine Sicht mehr gehabt, wo sich Origin aufhält. Deswegen muss er quasi fast zurück, da alleine wie er ist. Muss Base gehen. Hat auch sein schwarzes Ball jetzt vollendet. Das ist schon mal nicht schlecht. Core-Items sind immer gut. Sind immer doppelt effizient, aber momentan ist halt sowas trotzdem noch meilenweit vorne. Geht er als nächstes auf U-Moves? Finde ich interessant. Wir sehen standardmäßig eigentlich immer Trinity into Infinity Edge. Hier geht er mit U-Moves auf die kosteneffizientere Variante, aber auch auf die Crit-losere. Oh, da ist Soulz. Er hat noch Flash. Er hat die Bombe. Er flasht. Und das sollte er überleben. Jetzt mit ihm mit dem Lockup rein. Jetzt ist da in guter Position. Teleport das kommt von Power of Evil. Ja, Power of Evil ist unterwegs. Kann sie nochmal verlangsamen? Will man da nochmal rein? Die Antwort ist ja. Power of Evil hinterher. Eine Custody, kannst du in den kommen? Kannst du auch da mit dir entkommen? Wunderbar, der Lockup jetzt mit dabei. Amazing steht da, Bolz raus. Apromo bekommt Mithi zwar, aber Xvidi ist low. Amazing, kommt er weg mit dem Flash? Kommt der Power of Evil? Auch er, nein, Darschen hinterher. Jetzt ist Schilds aus mit dabei. Darschen bekommt den Kill. Und der kann da noch den Double Cool. Triple ist drin. Triple ist drin, da hat er ihn und jetzt wird das komplett geredet. Oh, hui, Starkold! Ganz richtig, da wegzuholen. Nils ist nicht aus der Gefahrenzone. Da ist das Ace da. Aus dem Nichts. CLG mit dem Ace und Origin den kompletten Vorsprung weggeworfen. 5:1 geaced worden sind sie hier und sie eigentlich diejenigen mit dem, ja, mit dem Engage hier gewesen. Sehr, sehr ärgerlich. Sahne zeigt ja gar nicht schlecht. Auch Power of Evil lange überlebt. Viel Schaden angerichtet. Aber Amazing. Amazing schnell abgeholt worden. Macht noch nicht allzu viel Damage. Und da wird diese fehlende Tankiness einfach deutlich. Darshan und Xmidi haben hier einfach weggetankt, was das Zeug hält. Und auch Tam Kench hat seinen Job mehr als erledigt. Und da sehe ich gerade eine Fiora, die die Base unfreiwillig aufgesucht hat. Wahrscheinlich eine Gangplank-Ult. Das ist natürlich immer ärgerlich. Könnte sogar ein Shutdown gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Also, das war nicht schön. Kill auch noch an Source, aber trotzdem, CLG, du sprichst es, jetzt wieder gleich auf. Origin haben ihren Vorteil jetzt hier mehr oder weniger aus der Hand gegeben. Ja, also rechnet man die zwei Türme jetzt auf, dann ist das halt definitiv so, 6:6 auch in den Kills her. Ist natürlich immer noch so ein bisschen Vasallenfarm, was man auf der Toplane weniger darf im Jungle und mehr. Xmidi steht jetzt aber mit im Getümmel, versucht sich da nochmal rauszuwinden, ist sehr, aber sehr stark. Oh Gott, Afromo! Der wird aber verlangsamt, spuckt den Smitty aus, das rettet ihn! Reicht. Es rettet ihn nicht! Power of Evil holt ihn sich noch ab! Nils ist mit am Start und zeigt, dass sie hier noch lange nicht fertig sind, aber jetzt, aufgepasst, Power of Evil mittendrin im Getümmel, da wird hier nochmal erschöpft. Mithi steht da gut, aber Stixhaven kommt trotzdem überrascht. Midlaner, da sind jetzt im Getümmel. Mithi ist dran, hat nicht mehr viel, wird hochgeworfen und abgeräumt von Soulz. Damit der 3:1-Tausch. Origin jetzt wieder mit einem dicken Ausrufezeichen. Also am Ende hier Power of Evil noch abgeholt worden von der Bombe, aber trotzdem, du sprichst es, 3:1 getradet. Diesmal gut für Origin, also ein reines Hin und Her, wirklich Teleport sehe ich hier gerade. Kommt raus von Huhi, hat keine Homeguards, aber Amazing wird hier ein Stück weit der Weg abgeschnitten. Genauso wie Nils, das Stunfeld trifft niemanden. Huhi, viel Schaden, hat keine Ult. Amazing bekommt ja einfach mal einen Gratis-Kill. Quasi zu jedem Mac-Menü dazu und Stixey. Keine Vision gehabt, der Stixey. Hier auch ein schönes Smite von Amazing, nochmal gut Leben regeneriert. Also ärgerlich von Hui hier. Teleport rausgeworfen und noch gestorben. Kein gutes Spiel hier von Hui. 0-2 bisher. Ein Item nur. Also fassen wir mal zusammen, was gerade passiert ist. Im Prinzip, ja, CLG kommt ran, Origin kann aber wieder sich den Vorsprung fast genauso wiederherstellen. Also letzten Endes haben wir einfach mal gerade die Schnell-Vorspul-Taste gedrückt und sind ins Late-Game vorangeschritten. Wir sehen es auch auf beiden AD-Carries quasi, die Core-Items fertig, Static Infinity Edge. Vorteil für Stixhaven sind natürlich, er hat bereits die Schuhe und noch ein Longsword. Aber ansonsten, ja, größter Unterschied immer noch auf der Midlane Power of Evil sehr gut dabei. Aber auch Soas mit seinem Jumus und den ausgebauten Cooldown Boots am Start, während sich Darshan. Oh, Mithi mit einem Knock-Up sehr optimistisch, aber da ist sein Team nicht vorhanden. Jetzt gibt's die Gangplank-Ulti und Power of Evil knallt da nochmal einen drauf auf Smithy. Der ist allerdings tanky. Aber man muss sagen, Soas mit der Gangplank-Ulti, da kann sich Mithi bedanken, hat gerade sein Leben gerettet. Absolut, aber wieder eine schöne Gragas-Ult, darf man nicht vergessen. Ja, aber.
Wollen sie den Baron anfangen? Garchan ist Botlane, hat aber Teleport. Ja, das Ding ist, Origin hat jetzt zwei wichtige Ultis verloren. Die Gangplank-Ulti und die Alistar-Ulti. Vor allem letztere wäre extrem wichtig, da es ihr einziger Tank ist. Aber, hui, yo, Tahmkench, wie denn das sagen würde, einfach komplett ohne Ehre. Absolut, und sie fangen den Baron tatsächlich an. Keine Vision hier für CLG, aber sie ahnen das. Die Frage ist nur, ahnen sie das rechtzeitig? Es ist nur mal eine Kindred, 4000 Leben der Baron noch, und der sollte hier einfach for free down gehen. Teleport kommt, Mithy versucht sie nochmal wegzuzonen und da ist der Baron gefahren. Smithy kann auch nicht mehr werden. Jetzt geht's als weiter. Amazing steht damit drin, kann die Kindred nochmal rausholen. Wie lange bleibt er am Leben? Er schöpft auf Evil, versucht da wegzukommen. Amazing. Nix, lebt noch. Die Deals ist down. Jetzt gibt's nochmal den Knockout mit dabei, aber das ist egal. Da wird aufgeräumt. Triple Kill von Sixel. Und das war kein guter Tausch hier für Origin. Bitter. Nein. Lediglich Power of Evil jetzt noch für den Baron Buff. Und da muss man sagen, warum macht man sowas? Ich habe es gerade gesagt. Mithy ohne Ulti. Und das ist der einzige Tank, der muss die Ulti haben. Keine Gangplank-Ulti, die in so einer Situation unglaublich gut im Zone wäre. Und sie fangen den Baron an und denken, sie könnten das machen. Können sie aber nicht, weil sie nicht der Babo sind. Ja, so ist da sofort abgeholt worden. Stixel mit richtig gutem Positioning in diesem Teamfight. Also der macht ein starkes Turnier. Starkes Eröffnungsturnier hier für CLG. Sie haben den Baron zwar bekommen und einiges an Gold, aber vier Leute wieder verloren. Wahrscheinlich auch wieder den einen oder anderen Shutdown. Und am Ende nur noch ein einziges Mitglied mit dem Baron-Buff. Also gelohnt hat sich das nicht unbedingt. Es ist natürlich auch nicht schlecht gewesen in dem Sinne, aber hätte man um einiges besser spielen können. Schauen wir, ob wir mal das Replay kriegen. Denn da ist einiges schiefgelaufen für Origin. Namhaft natürlich sowas, der nichts gemacht hat. Hat aber auch schon viel Leben verloren, weil irgendwer muss den Baron ja tanken. Und wenn man keinen Tank hat, dann muss es eben der Gangplank sein. Also von daher hat sich da Origin jetzt nicht unbedingt einen Gefallen getan. Goldtechnisch bleibt es jetzt bei 3000, da waren sie bei 4000 schon, also 1000 verloren noch. Oh, Gangplank-Ulti. Afromol auch verlangsamt. Mithy wirft ihn hoch, knallt ihn rein mit Kopfstoß. Nils kriegt den Kill und hui! Erschöpft mit der Ulti. Aber Flash, aber kommt raus. Bleibt am Leben. Jetzt kommt die Sivir-Ulti nochmal am Start. Aber man kann nichts weitermachen. Das macht man richtig stark. Oder dreht man um. Man könnte jetzt Midlane pushen. 4 gegen 5 für Origin. Das tut man auch. Man zont jetzt hier CLG weg, bekommt den T2-Turm auf jeden Fall. Aber wieder drei wichtige Ultis, die sie nicht haben. Sie müssen aufpassen. Sie sind in der Überzahl. Haben auch die Ulti von Hui bekommen. Aber es sind noch drei wichtige Ultis am Start. Ja, und das ist zum einen die Fiora-Ulti, das ist das Gragas-Fass. Und ja gut, Tristana wäre nicht ganz so wichtig von der Ulti. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man das halt immer wieder einkalkulieren. Also es ist halt nicht nur der Goldvorteil, sondern wie wir gesehen haben, auch immer wieder die Cooldowns der Gegner, besonders die der Ultimates, die man im Blick haben muss. Und man muss sagen, Stixey, also dafür, dass der halt hier Double Lift mit großen oder in großen Fußstapfen tritt und ihn ersetzen soll, der macht das top. Unglaublich gut. Auf jeden Fall. Richtig guter Spieler hier gerade. Neben Darshan, so mit der MVP des Spiels. Weil das Turnier ist bisher. Ja. Und nur eine Drache. Wird wahrscheinlich an CLG gehen. Kann man noch verkraften. Ist aber inzwischen schon der dritte. Also in 12 Minuten in der 39. wird dann die Gefahr zum fünften Drachen groß sein. Aber es ist immer dieses Syndrom des fünften Drachens. Wenn es zum fünften Drachen kommt, dann irgendeiner im Team, der immer irgendeinen Mist macht und seinem eigenen Team dann den fünften Drachen versaut. Also das ist immer... Bisher kann man darauf wetten, dass das passiert. Mal schauen, ob es diesmal anders ist. Ja, wobei, wir hatten ja jetzt schon einen fünften Drachen gesehen, durchaus damit einen resultierend gewonnenen Teamkampf. Nichtsdestotrotz, Origin sollte logischerweise sich langsam mal den Drachen holen, weil inzwischen sind 6% dann auch in absoluten Werten ganz solide AD- bzw. AP-Werte. Interessant ist natürlich Nils mit dem Blutdürster als drittes Item. Kann er machen, weil noch nicht so viel Rüstung da ist. Also, es ist fast schon Tank-Armut, kann man sagen. Smithy hat jetzt gerade mal so die Gletscherspalte. Ansonsten natürlich das wichtige Aegis. Es ist vor allem auf dem 5.21er-Patch einfach noch nicht wirklich der Patch der Jungler, wo sie fast der zweite Supporter einfach nur sind. Ja. Aber er hat den Vorteil, dass Gragas mit einer gewissen Grundtechnik mit dem W ja, hält da schon einiges aus. Und der ist auch nicht das Hauptziel. Ne? Man hat hier wieder diese Triple Threat. Kombo von CLG mit Fiora, Echo, Tristana, die man alle fokussen muss. Ein Grund mehr, dass ein Blutdürster hier die bessere Wahl ist gegenüber dem letzten Atemzug. Auf jeden Fall, sie haben halt einfach keine Rüstung. Auf beiden Seiten wenig. Auf Origins Seite noch weniger als auf CLGs Seite. Origin wird auch wahrscheinlich dem ganzen Spiel bis auf das Sonias keine großartige Rüstung bauen. Na gut, Mithy geht jetzt hier wahrscheinlich auch Richtung Frozen Heart, aber das war's. Und
Ich würde mich immer noch freuen, wenn wir Double Crit sehen auf einem AD Carry, aber es wird wahrscheinlich trotzdem Last Whisper werden, weil das Ding ist, auf dem Patch ist Last Whisper einfach noch so kosteneffizient. Für 2300 Gold bekommst du einfach nicht mehr Schaden auf einem Item geliefert als auf Last Whisper, gerade im Late Game. Es ist aber ultra interessant, du hast das gerade gesagt. Miffy wird höchstwahrscheinlich auf den letzten Atemzug gehen und halt sehr früh die Rüstung, weil Stixxay die deutlich größere Bedrohung ist. Niemand hat hier irgendwie ein Aegis oder so, was normalerweise einfach ein Pflicht-Item entweder auf dem Jungler oder Supporter ist und das möglichst früh. Das Ding ist aber halt, Hui ist keine Bedrohung. Ja, und CLG hat auch sehr wenig AOE-Schaden. Deswegen Aegis vor allem effizient und Solari ist halt dieses AOE-Schild besonders gut, wenn viel AOE-Schaden rüberkommt. Und mit Fiora, Tristana und selbst Echo hat man eigentlich ziemlich viel Single-Target-Damage. Bei der Seite, oder bei Origins-Seite, ist das ein bisschen anders. Mit Gangplank hat man theoretisch einen 5-Mann-Fass, mit Kindred, Q 3-Mann, Power of Evil viele Treffer und auch Sivir mit den Ricochets und dem Q. Hat man eigentlich AOE noch und nöcher, also da ist ein Solaris super effizient und Xmitty wird da demnächst auch wahrscheinlich drauf hinbauen. Ich halte es auch einfach für eine gute Wahl. Also ich meine, letzten Endes, er hat ja jetzt schon den passiven Effekt durch die Rüstung, die er hat, dass die Angriffe verlangsamt werden. Mit dem gefrorenen Herz dann natürlich auch die Abklingzeitverringerung wichtig bei dem Alistar, sehr entscheidend. Nils hat einiges an Schaden genommen, aber Miffy geht halt rein und kann dann seinen AD Carry nochmal ein bisschen schützen. Ja, muss natürlich in solchen Situationen aufpassen, aber Paufiebe gegen Hui, der kommt da einfach mit dem Laser-Hieb ran und da gibt's nochmal die Echo-Ultimate und trotzdem sieht er einfach deutlich schlechter aus, hinter der Teleport, aber gegen den Kassadin, wie viel hilft das letztendlich? Der ist da mit dem Flash dran, kann aber mit dem Clubwalk einfach komplett wieder entkommen. Also das heißt, sie haben einen Kill bekommen, einen Teleport bekommen, jetzt eine Gangplank-Ulti. Afromo gibt nochmal Gas, bekommt die Beschleunigung, weil er hier Stixxay gefressen hat. Aber Sivir-Ultimate ist raus, sie laufen hinterher. Ist natürlich jetzt blöd, dass man hier auch kein Glory hat, aber von der anderen Seite kommt Miffy rein, wird rausgeschleudert. Amazing. Dann zur Stelle mit Flash rein. Extrem offensiv, hier drauf geht's. Afromo kriegt hier eine ganze Menge Schaden, Miffy mit dem Pulverisieren komplett ins Leere gerade. Wütend auf den Boden hier. Ziehen sich jetzt aber zurück, denn da ist Darshan mit dem Teleport in die Backlane, Teleport. Aber alleine. Sicher? Ja, stimmt, ohne Teleport sogar. Er ist auf die Toplane teleportiert, weil er auf ihn. Aber da kommt Teleport von Hui. Da ist Afromo mal aus dem Weg geräumt worden. Souls wäre zur Stelle. Nils muss rausflashen. Aufgepasst. Jetzt Amazing festgehalten in dem Echo-E. Und er überlebt erstmal nochmal durch die Ultimate, nur um dann von Hui aus dem Weg geräumt zu werden. Power of Evil steht er noch immer mittendrin. Versucht er nochmal mit dem Clubwalk durchzukommen. Kann Stixxay den Shutdown abbringen. Dann ist Sonias rein durch die Gegend. Er kommt sogar Power of Evil, was ist das denn für ein Tier? Überlebt hier sehr lange. Ist immer noch am Start. Souls bekommt Hui. Wahnsinn, was der deutsche Midlaner hier raushaut. Schön gemacht, also da wirklich eiskalt den Schaden zu tanken, zu warten, bis die Ult keinen Cooldown mehr hat und natürlich die Ult macht mit mehr Aufladung ja auch mehr Schaden. Da einfach Stixxay mehr oder weniger gewone-shottet und das Sonias, das ist einfach so ein wichtiges Item auf Kassadin. So ja, eine Plays, die Bombe drauf und alles. So eine Plays wären ohne dem Sonias gar nicht möglich und dann am Ende da nochmal wegzukommen, das ist wirklich eine Meisterleistung. Trotzdem weiterhin sehr, sehr chaotisches Spiel. Origin bisher ein bisschen besser bei weggekommen. 6000 Gold sind sie vorne, aber trotzdem eben auch wieder Amazing. Stück weit zu aggressiv. Geht jetzt auf Trinity Force. Ich bin gespannt, wie viele Stacks er schon hat. Ja, wahrscheinlich so auch. Man muss sagen, Tristan hat gerade den Teamfight komplett gecarried. Ja, also aber er carried das Game hier gerade sowieso schon ziemlich hart. Ja, also ganz, ganz stark hier, auch dass er da seinen Lane gewonnen hat. Natürlich auch der Kindred-Pick stark mit Amazing, generell gerade das deutsche Duo. So haben es natürlich gerne, aber muss sagen, auch Nils bisher immer wieder sehr, sehr stark. In diesem Turnier nicht ganz so dominant, aber sie haben den Baron bekommen. Jetzt geht's drauf auf Darshan, der wird verschluckt. Mittel steht drin, natürlich eine gute Position für den Alistar mit dem Knocker mit dabei. Pop Evil, der Schaden auf Ubi, kann aber mit der Ultimate nochmal ein bisschen was dazu bekommen. Jetzt geht's hinterher, sie sind ja alle geklumpt, aber wie du gesagt hast, kaum AOE-Schaden von CLG. Mittel nochmal verlangsamt mit der Zunge, der geht davon rein. Wunderschönes Pulverisieren drauf, Nils kann wieder zum Schuss kommen, macht eine ganze Menge Schaden. Smithy wird hier komplett vermögelt, nochmal rausgeworfen. Nils jetzt ganz vorderste Front, kommt nochmal weg. Darshan sucht die Chance, bekommt den Double Kill, wird aber abgeräumt. Das ist das Ace! Triple Kill für Power of Evil! So, man hat jetzt hier 30 Sekunden Zeit, teleportiert auf die Botlane. Der Inhibitor wird definitiv fallen. Mit drei Items auf Gangplank und dem E zum Resetten des Passives kann man richtig viel Schaden am Tower machen, da sieht man's. Frage ist nur, was macht der Rest des Teams? Man könnte jetzt hier entweder die Mitte versuchen zu nehmen, ist aber ein Stück weit knapp. Ich glaube, man sollte hier eher Richtung Drachen gehen. Also Amazing sollte sich, macht da auch zum Drachen bewegen. Denn das ist der erste und in der 33. Minute ist das ein ordentlicher Damage-Boost. Und sie sind sowieso schon eigentlich vorne. Gerade 11.000 Gold inzwischen, dank dieses Teamfights. Jetzt gerade 4.000, 5.000 Gold gewonnen und den ersten Drachen. Also das war mehr oder weniger hier spielentscheidend. Baron Powerplay. Auf jeden Fall. Also das ist Baron Powerplay. Sie haben ja immer noch den Baron Buff. Und das noch ein bisschen.
Sie haben jetzt den ersten Drachen, also jetzt auch die 6% nochmal obendrauf. Ja, auch bei Tiernahrung. Und Origin mit dem Goldvorteil momentan alle Weichen auf Sieg gestellt. Absolut. Und wahrscheinlich werden sie jetzt auch einfach durchfahren da mit ihrem Zug, mit ihrem Siegeszug. Also, ja, wenn man sich die Items anschaut, das ist einfach ziemlich, ziemlich eindeutig. AD Carry, ein ganzes Item mehr. Nils geht jetzt als letztes sogar auf Blade. Double Lifesteal, auch eine gute Variante anstatt Double Crit, Double Lifesteal. Man heilt sich halt brutal um 100 pro Auto-Attack und beim Crit teilweise 200 bis 300er Heals am Start. Also den dann down zu kriegen, ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man ihn nicht one-shottet. Und CLG hat zwar guten Schaden über Zeit mit Fiora und Tristana, aber der Burst lässt dadurch, dass Hui so weit hinten ist, er hat erst 2,5 Items, brutal zu wünschen übrig. Und gegen das Team von Origin bräuchte man eigentlich Burst. Weil sie haben keine Tanks und ja. One-Shotten oder sterben ist hier die Devise für CLG. Momentan haben sie keine Möglichkeit zu One-Shotten. Man hätte ja überlegen können, statt einem Echo vielleicht doch eine LeBlanc zu nehmen oder sowas, dann hätte man zumindest ein bisschen Burst gehabt. Also der Echo überzeugt mich hier in diesem Spiel überhaupt nicht. Ist aber natürlich auch ein bisschen dem Counterpick geschuldet. Kassani war ja Last Pick, aber er war offen. Also aber man muss halt sich das ja immer bedenken. Ja, genau. Und vor allem Power of Evil hat auch schon in der LCS selber einen guten Kassani gespielt gehabt. Ist also dahingehend kein unbeschriebenes Blatt. Von daher war der Echo Blind Pick definitiv mutig. Eine LeBlanc wäre wahrscheinlich etwas counterloser gewesen und möglicherweise der bessere Pick im Nachhinein. Lässt sich dann aber immer wieder leicht sagen. Nichtsdestotrotz muss man es anbringen, gerade auf diesem hohen Niveau. Und wenn man die IEM gewinnen möchte, muss man all diese Dinge im Kopf haben. Pro Gamer ist eben kein einfaches Leben. So, jetzt Soas mit 4 Items am Start, hat sich für Deadman's Plate entschieden, prockt ja auf dem Q, da sieht man es, 1100er Crit auf den Minions, bei den Champions werden es so 700 bis 800 Schaden sein, das tut ordentlich weh, aber Power of Evil wird wahrscheinlich noch viel mehr wehtun, hat sein Rabadons jetzt fertig, sollte die 600, 700 AP Marke knacken und... Das Ding ist natürlich ein Power of Evil, gerade mit dem Doppelteleport, wir sind ja noch auf dem 521er Patch, wo Teleport-Meter präsent ist, aber... Letzten Endes kann er erstmal so gefeedet, wie er ist, und auch mit dem Kassadin selber in den Split-Push gehen und das selbst gegen eine Fiora. Einfach weil er genug Escape-Möglichkeiten hat, um auch von der Fiora wegzukommen. Und von daher auch stark genug ist. Momentan einfach in einer unglaublich guten Position, Origin. Ja, so haben sie sich das vorgestellt. So startet man auch gut in die LCS. Vor allem... Darshan muss verteidigen und das ist im Prinzip auf zwei Fronten. Auf einmal auf der Botlane, wo die Super-Vasallen reinkommen und Power of Evil in der Mitte. Das heißt, im Prinzip sind sie ein Mann weniger und können dadurch halt über die Zeit Schaden an die Türme machen. Entweder auf dem Top-Lane-Tier-2-Turm oder auf den Nivitor-Turm. Auf jeden Fall so. Origin kann diese Belagerung sehr lange aufrechterhalten und CLG kann... Also sie müssen sich jetzt auf irgendwas entscheiden. Weil sonst verlieren sie an allen Fronten. Das wird halt schwer. Was haben sie für Möglichkeiten? Sie gewinnen keine Teamfights, können nicht pushen. Also im Prinzip haben sie nicht wirklich Möglichkeiten, außer darauf zu hoffen, dass Origin hier Fehler macht. Und das Einzige ist, so lange versuchen, die Türme am Leben zu halten, bis der Inhibitor sich wieder aufbaut. Aber wie wir sehen, das geht nicht. Der Turm ist weg. Türme. Ja, das ist halt das Ding. Du musst einen unten zum Verteidigen haben, dann in der Mitte einen gegen Power of Evil und auf der Toplane ist der Rest. Das heißt, du hast halt den Nachteil und dann noch aufpassen, dass du dann nicht irgendwie gedeiht wirst, wenn der Gegner merkt, dass du in Unterzahl bist. Was mit der Kindred-Ulti super geht, was mit dem Alistar super geht und in Kombination mit der Sivir, ja, super geht. Ja, und du hast auch Kasse, die jetzt nochmal Agro resetten kann, also da wenig Probleme. Und jetzt geht's los rein und da holt er sich aber mal Sticks, ey. Amazing, da vorne nochmal im Duell und da wird jetzt abgeräumt, komplett. Double Kill für Bob Evil, der kommt komplett dahinterher. Und der versucht noch zu entkommen, der Hui, aber dieser Inhibitor ist weg. Amazing hat es zeitlich gesegnet, konnte nicht mehr wegflashen, aber 2-2-1-Tausch ist eine super Sache. Power of Evil wird jetzt gleich hier Teleport hier. Oh, da teleportiert er. Ich dachte, er hat abgebrochen. Damit wird der erste Nexus-Turm fallen. 5 gegen 3, wahrscheinlich auch der zweite Ball. Schöner Stun hier von Hui, aber wird das reichen? Ich denke nicht. Nein, er versucht da jetzt auch mit Darshan nochmal reinzugehen. Power of Evil macht so viel Schaden. Legendary ist der Mann jetzt. Legendary und da gibt es aber einen Lockup. Die platzt hier komplett weg wie Luftballons. Und das ist ein Double Kill, das ist der Nexus und das ist der Sieg nach 38 Minuten. Origin mit einem 1-0 und einer überragenden Leistung von Power of Evil. 12-2-5, also das spricht Bände. Trotzdem, CLG auch teilweise gut gekämpft, aber X-Mill diesmal nicht so gut ins Spiel gekommen. Generell wieder Origin
die Aktiveren gewesen. Und wenn CLG diese passive Situation, diese passive Rolle einnimmt oder einnehmen muss, dann waren sie schon immer Probleme, oder hatten sie schon immer viele Probleme. Hat man gesehen, gegen Jhin Air waren sie diejenigen, die am Drücker waren. Und dann sind sie gut am Performen. Wenn sie ahead sind, kommen sie gut klar, dann kann Darshan gut carryen. Aber behind, wenn sie behind sind, dann haben sie große, große Probleme, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich denke trotzdem, das Hauptproblem war hier einfach die Midlane. Der Unterschied zwischen Ekko, Huhi und Kassadin, Power of Evil, der war einfach gigantisch und hat ihn am Ende auch das Spiel verloren. Also man muss sagen, Power of Evil hat überragend gespielt, aber man muss es insofern relativieren, dass er den Counterpick hatte. Und da erwarte ich eigentlich auch von einem Midlaner, wenn sie auf demselben Niveau sind, dass sich der Bessere mit einem absoluten Counterpick auch durchsetzen kann. Auf dann fängt Fall. Das an zu snowballen, das Potenzial hast du mit einem Kassadin. Trotzdem will ich halt auch die Leistung von Power of Evil nicht schmälern. Das war absolut stark gespielt und das macht Lust auf mehr, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr haltet alle mit durch. Na, der Abend ist doch jung, ne? Und ich meine, die Nacht mit so ein paar Boys zu verbringen, wer wünscht sich das nicht? Na, schaut euch den verführerischen Blick von Sola an, drückt die Screenshot-Taste, Hashtag IMGA. Ja, wir freuen uns drauf. Kurzer